Nein! Nicht dein Ernst. Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Luftschiff-Attacke. Mit dem Schloss, mit Pflanzen. Wir sind im Wald der Verwirrung angelangt und stellen uns nun dem Castle von Wald. Das kann jedes sehr interessant werden. Sieht auch bereits so aus. Oh, 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 oh. Shit. Was ist das denn? Oh, ah. Ha, ha, ha. Oh. Hilfe. Hilfe. Alter, was ist das hier? Höhenanstall oder was? Ne, das nicht. Trotzdem. Das Design ist wieder bombastisch, finde ich. Weil das mit den Pflanzen und allem, und wenn man mal genau hinsieht, dann merkt man, dass ich tot bin. Nein. Das. Die schwarzen SMB1 Castle-Steine zu grün angelaufen sind, weil die voll Moos sind. Sorgt auch mal für einen richtig geilen Effekt. Im Hintergrund sieht man den Wald. Oben sieht man die Blätter reinragen. Alles richtig episch in Szene gesetzt. Gibt wieder natürlich eine 1A-Note. Da waren nur Münzen drin und so weit. Scheiß drauf. So, hier bin ich ja jetzt dann, glaube ich, gestorben, ne? Ja. So ungefähr. Oh, Alter. Das ist ein ganz schön riskant gemacht hier, ey. Nicht übel. Auch schönes Detail, dass er extra die Lava über der Röhre platziert hat und nicht einfach die Röhre oben drauf. Und, oh Gott. Was wird das denn jetzt hier? Jetzt arbeitet er mit solchen Blöcken. Da weiß ich nicht, wo er die länglichen her hat. Ich kenne bloß die quadratischen großen. Quadratisch praktisch gut. Ja. Jetzt wird es immer mehr eine NSMB-Anlehnung. Aha. Aha. Oh Gott, bin ich blöd. Ah, oh, dieses Grün, das ist so wunderschön. Im Hintergrund sieht man auch jetzt immer mehr, dass wir in einem tieferen Rankenschloss drin sind. Das war ja auch der Hintergrund, den ich in SMWX für das Waldschloss verwendet habe. Bei mir hat halt auch OOT Waldtempelmusik gespielt. Aber das hier ist auch schon gemacht. Hat halt mehr NSMBB angehaucht. Ist halt mehr NSMBB angehaucht. Bei mir war es mehr so Zelda irgendwie, irgend sowas. Cool, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten nach oben zu gehen. Ich nehme mal die hier. Ah, ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel war, aber ich glaube, hier kommt doch auch noch irgendwann was mit Spiegel und so. Und Zeugs, wenn das nicht sogar jetzt kommt. Nee. Ich habe sogar den besseren Weg genommen, weil ich habe auf dem linken Weg, ups, nicht zerquetschen lassen, eine Feuerblume bekommen und auf der anderen Seite gab es nur einen Pilz. Okay, da ist eine Münze drin. Schön. Durch hier. Ah, das war wieder schön riskant gemacht, aber egal. Man kriegt hier sehr viele Items, merke ich. Also, das lässt sich nach seit Welt 1. Den Raum kennt man auch aus NSMBB. Bloß in NSMBB war hier ein Secret Exit. Hier hingegen nicht. Und bloß nicht zerquetschen lassen. Das wäre sehr unvorteilhaft. Und ich glaube, hier begegnen wir gleich unserem lieben, guten alten Boom Boom. Ja, so sieht's aus. Sogar mit Fließbändern. Oh mein Gott. Richtig modern, aber er ist trotzdem tot, mein Lieber. Nice gemacht, nice gemacht. Bei der Verwirrung 5. Ich will aber den vierten haben, bitte. Muss ich hier unten jetzt extra weiterspielen? Bei der Verwirrung 4. Scheint so. Oh, SMB 2. Naja. Muss ja auch wieder kommen. Bis jetzt gab es nämlich, glaube ich, ja bloß ein SMB 2 Level, ne? Ein einziges. Überraschend wenig für Bossedit. Oh, nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Passiert ist passiert. Naja. Mir soll es recht sein, wenn nicht so viel SMB2 vorkommt, weil. Naja. Ihr wisst ja, wie ich zu SMB2 stehe. Hallo? Das hat mich nicht getroffen, das Ding. Nein, hat's nicht. Nö, könnt ihr spekulieren, was ihr wollt. Das Ding hat mich nicht getroffen. Fertig. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. So schnell weg mit den Viechern. Stirb. Stirb. Stirb, gib mir einen Pilz. Ist auch nicht.
Was will ich denn mit Bomben? Hallo, jetzt geht's hier los. Na, endlich. Geht doch. Ist doch wieder schön gemacht. Bloß nicht unten runterfallen. Nice. Den wollte ich eigentlich gar nicht killen, aber okay. Lauter Bomben hier, sag mal, was ist denn hier los? Steigt hier abends dann ein Feuerwerk, oder? Wie habe ich das hier zu verstehen, hä? Schon wieder die ganzen Sniper. Ist ja echt überall. Zelda. Minecraft. Wo wollt ihr als nächstes auftauchen? Donkey Kong? Ja, da gibt's sie doch auch schon, oder? Ja, natürlich gibt's sie da, oder? Jetzt mir fallen gerade bloß irgendwelche solche komischen Viecher aus Donkey Kong Land ein. Ansonsten jetzt nichts Großartiges. Und was gibt's sonst noch? Ja, Sonic, aber... Sonic kenne ich mich jetzt nicht so doll aus, was die Retro-Spiele angeht. Da kenne ich mich höchstens bei den 3D-Sonics aus und... Ja, da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Aber egal. Sogar einen Baum gibt's hier. Ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was mit Wald zu tun hat. Aber egal. Ich kann mich nicht mal, das ist ja das Witzige, an einen Baum, an eine Baumpassage in SMB2 erinnern. Naja. Wie auch immer. Ja. Oh! Ein Terroristen-Guy, schön, der einfach mal oben auf den Kopf eine Bombe trägt. Auch nicht schlecht. Wozu ist denn der Schlüssel gut? Hat das Level ein Secret Exit? Nee, man braucht ihn für hier oben. Okay. Gut zu wissen. Und es geht weiter. Sag mal. Nein, doch nicht den Scheiger. Damit töte ich meinen Gut. Ich habe eine Feuerblumenreserve. Trotzdem war es totale Verschwendung. Zur Strafe werde ich jetzt wahrscheinlich gleich getroffen werden. Ich sehe es doch, komm. Verpiss dich. Meine Güte. Der und seine Bomben. Bomben. Nein! Was habe ich gesagt? Ich sollte Wetterprophet werden. Warum Wetterprophet? Ich habe keinen Plan. Du verschwinde mal, mein Lieber. So, Genickbruch. Fertig. Ah, der begeht Suizid. Was haben wir denn hier alles? Terrorist-Guy, Genickbruch-Guy, Sniper, Suizid-Guy und Birdo. Das muss natürlich sein. Komm her, du. Und stirb. Geschafft. Das ist alles? Dafür bin ich jetzt extra auf den Weg zurückgelatscht und habe das Level gemacht, um eine Verbindung zum Schloss zu kriegen? Weiter Verwirrung 5. Pipsi! Wie lange nehme ich wohl schon wieder auf? Ich schätze mal so... Ach, keine Ahnung. Das ist ja auch wurscht. Das, ja, mir kommt gerade eine Erinnerung hoch. Das Level war lang. Sehr lang. Extrem lang. Oh, sogar die Ace Coin bekommen. Nice. Oh, Epic Kill. Epic Shit, wie ich die gerade gekillt habe. Ah, wie das so eine Gumbanite hier, ey. Ich lasse euch alle einweisen ins Waisenhaus. So weit kommt's noch. Unnötig. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. So. Kommt nur her, ihr Piranha-Pflanzen, stirbt. Ich hätte natürlich auch bis zur Explosion abwarten können, aber gut. Ich habe gerade echt kein Zielwasser, ne? Überhaupt nicht. Das ist gerade bei mir tot. Boah, Alter, hat er seinen Feuerball geschickt geschossen. Ja, leg mir doch. Er hat mich sogar fast damit nochmal
dran gekriegt. Oh mein Gott, ein Blatt. Kommt da irgendwo eine scheiß Feuerbranche raus? Nö. Muss ich jetzt raten? Nö. Hier geht's rein. Sehr schön. Und Checkpoint. Ich sag ja, das ist ewig lang. Wo kommt jetzt... Nein, Lakitu. Lakitu! Lakitu! Komm nur her. Und tot. Ah, Spiny. Doch keine Spinys. Ah, der Nächste. Boah. Alter. Alter! Bitte keine... Bissen des Wahnsinns, da baust du eine Feuerpiranha hier in der Lakitu-Passage ein. Verpiss dich. Ja, zwei. Ja, der Nächste. Hallo. Hallo. What the fuck? What the fuck? Alter, jetzt chill mal. Nein, doch nicht den Lakitu töten. So, jetzt ist eh scheißegal. Rein hier und wir haben es geschafft. Ziel? Oder kommt noch was? Ja, wahrscheinlich kommt Bödo, aber... Das wollen wir schon schaffen, aber trotzdem. Bödo heißt Ende. Ja, Giftpilz, dankeschön. Das sind wir doch wieder nett zu mir. Lauf. Lauf schneller. Ich kürze dir dein Gehalt. Ich gehe extra zu Bose. Ich merke mir das bis zum Finale, bis zum Final Castle und dann verpetze ich dich bei dem Typen, dass du so langsam latscht. Fauler. Irgendwas. Scheigeil, genau. Irgendwas. Irgendwas geil. Ja, Bödo. 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 Hm. Das ist eine epische Ace Coin. Denn Bossedit sichert ja am Ende immer seine Ausgänge, sag ich mal, ab. Also wir werden wahrscheinlich Plattformen erscheinen, sobald Bödo besiegt ist. Und bevor ich den Ausgang einsammle, sollte ich halt die Ace Coin mir holen. Schieß. Nice. Genau. Und wir haben's. Epic Shit. Kein Secret Exit, Weiterführung 6. Sumpf! Oh my goodness! Ja! Genau das Level. Auf das habe ich die ganze Zeit über gewartet. Das ist eins der mit epischsten Level der Episode, finde ich. Ich feiere das so extrem ab. Es ist zwar verdammt verwirrend und verdammt groß. Und man muss sich erstmal wirklich anfangs einen Überblick verschaffen, aber ich weiß, wie das Level tickt ungefähr. Habe ich es noch in Erinnerung. Also ich weiß, wie es geht. Hier ist das Secret Exit. Also hier ist das Schlüsselloch. Hier ist auch abgesperrt. Aber ich weiß, was kommt. Das ist mein Joker. Also. Okay. Warte, wir bleiben mal hier unten, denn ich weiß, beim Baum geht's weiter. Und hier unten war zwar nichts Wichtiges, aber irgendwas gibt's hier. Genau. Stimmt, der grüne Schalter. Der war zu irgendwas gut. Ich weiß noch nicht was, aber er war zu irgendwas gut. Weil ich habe immer gedacht, hier unten geht's gleichzeitig weiter und da kommen noch mehrere Bäume, aber nee, beim Baum geht's weiter. So, also rein hier. Und jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir hier nämlich innen nach oben. Ohne uns treffen zu lassen, wenn es natürlich geht. Und ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, auf so engen Raum so geile Sachen zu bauen. Weil der Baum ist winzig. Aber okay. Ich finde das einfach episch, auch wegen der Castle Music. Mario und Luigi Partners in Times. Dieser komische Wald da. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich kenne die Musik vom Let's Play. Von wem sage ich aber nicht, aber weil man sich's einfach denken kann. Aber trotzdem. Hoch hier. Ihr seht schon hier überall die roten Blöcke, die werden aber noch wichtig. Jetzt sind wir oben. Das finde ich richtig geil mit dem Hintergrund und allem. Jetzt sind wir nicht ganz oben auf den Baumwipfeln. Und oh Gott. Ich habe mir zwar Wege zugänglich gemacht, aber auch einige versperrt. Was wäre denn da drin gewesen? Da ist eigentlich auch wurscht, ne? Ich habe sogar ein Blatt in Reserve.
stimmt ja. Na, was ist denn Reserve? Ich hab's gerade in Reserve bekommen, oder? Na, whatever. Los, stirb. Wow, wow, wow. Also man merkt schon, wenn man den Grünschalter aktiviert hat, ist das hier um einiges schwerer, warum ich Idiot ihn eigentlich nicht gleich wieder deaktiviert habe. Frage ich mich auch, oder wurde, kann man den nur einmal aktivieren? Das kann natürlich auch sein und ich habe es nicht mitgekriegt, aber na egal. So ist es auf jeden Fall schwieriger. Beim zweiten Mal werde ich es mir ganz bestimmt nicht so schwierig machen. Das Level hat ja einen Secret Exit. Das heißt, so oder so müssen wir zweimal hier rein und wir sind auf der anderen Seite angelangt. Also rein hier. Ja, 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 ja. Ich weiß schon, was kommt. Oh, fair. Da ist die Ace Coin. Ich will da rein. Nein. Lass mich nach oben. Oh, ihr Bösen. Jetzt krieg ich die Ace Coin nicht. Gott verdammt. Weil ich will erst den Normal Exit machen. Und dann den Secret Exit. Jetzt geht's. Ah, hier geht's rein, oder? Nee, hier geht's nicht rein. Hier geht's rein. Ich dachte bloß, weil da kein Moos drauf ist. Aber nee, dem war nicht so. Oh Gott! Okay! Ja, da gibt's sogar eine Stoppuhr. Also man sieht schon, wenn man den grünen Schalter nicht aktiviert, hat man einige Vorteile. Kann sein, dass der Depp mich jetzt nach oben ver... Ja, danke schön. Geh weiter runter. Boah. Da geht's wieder nach oben, glaube ich, ne? Ja. Episch. Ein Tanuki als Geschenk. Ja. Dann war es doch ganz gut. Wow. S-Coin Nummer 4. Ja, aber ich habe doch zwei ausgelassen, also... Hä? Hä? Na, hier nicht rein. Ich will ja raus. Jetzt könnten wir hier den roten Schalter aktivieren. Aber, nee. Ich will lieber hier erstmal den normalen Exit. Und... Ja, haben's. Ja, der normale Exit bringt mich nicht... Na doch, er bringt mich wieder zum Altlevel, aber dafür erscheint ein Pilzhaus. Rotes Tothaus. Also man muss den Secret Exit lösen. Sonst kommt man nicht weiter. Ah! Danke, dass ich wieder ein Blatt habe. Wie lange der Tanuki wohl überleben wird? Soll ich ihn im Sumpf einsetzen? Ja, ich setz ihn mal ein. Komm her, mein Hübscher. Ich feiere dieses Level einfach nur so extrem ab, ey. Ich liebe das Ding. Oh! Schön raus aus dem Wasser. So. Nein, da geht's nicht weiter. Wir müssen wieder hoch. Bis zu diesem einen Punkt. Oh, ja. Der rote Schalter halt kommt, ne? Ist ja klar. So, da, ne? Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, jetzt sind wir schon wieder oben, ne? Ja. Ich könnte mal auch versuchen, das Ganze hier zu überfliegen. Jetzt durch den Grünschalter ist es sowieso wieder um einiges einfacher. Wenn man den Grünschalter nicht aktiviert, kriegt man sogar eine Eisblume statt einer Feuerblume. Lol. Das ist aber nobel. Und hier könnte ich jetzt mal einen Versuch starten zu fliegen. Und das hat geklappt. Episch. Flieg. Ja, ich sehe schon mit dem... Wenn man den grünen Schalter nicht aktiviert, ist das hier um einiges einfacher. Aber man kriegt halt auch keinen Tanuki. So spielt das Leben. So.
Und hier war die Ace Coin, das weiß ich schon auch noch. Ja, das haben wir also wenigstens mal eingesammelt überhaupt. Der Vollständigkeit habe. Stirb. Rein hier. Lauter Mannschaft, ey. Das ist ja wahnsinnig. Nein! Nicht dein Ernst. Einfach so verloren. Naja. Okay. Da hatten wir mal einen Tanuki. Jetzt haben wir keinen mehr und ich aktiviere eine Stoppuhr. Sieht episch aus mit den Effekten und allem. Und weiter geht's. So. Hier wäre jetzt der Tanuki gewesen, wie auch immer. Nein! Ich will da nicht rein. Hier wieder runter. Oh, chill. So, roter Schalter aktivieren und bloß nicht den Schlüssel vergessen, ey. Soweit kommt's noch. Den darf man natürlich nicht vergessen. Also, zurück. Aber der Rückweg war auch tausendmal einfacher, glaube ich. So, zack. Ja, ihr seht schon, mal kriegt's wirklich verdammt einfach gemacht. Du stirb dafür, dass du mir meinen Tanuki genommen hast. Drecksviech. Und wir sind schon wieder oben. Ja, okay, fast. Gleich aber. Noch ein kleines Stück. Bleib doch nicht hängen. Zack. Hoch, hoch. Hoch, hoch und geschafft. So, jetzt kann man nämlich hier rein und kommt automatisch wieder hier raus. Kann hier rein. Jetzt müssen wir nur noch wieder runter. Und dann haben wir's. Und im nächsten Part schließen wir dann... Oh, die Waldwelt ab! Was ist das denn jetzt? Okay. Runter. Hier runter und ich sehe schon die Münze, das ist ein Anzeichen dafür, dass wir angekommen sind. Nice. Wieder zurück. Hier ist die Röhre. Oh mein Gott! Stell dir vor, der Schlüssel wäre ins Wasser gefallen. Alter. Nicht auszudenken, ne? Was ein Schock. Dann wäre er weg gewesen und wäre auf der anderen Seite wieder respawned. Das wäre Spaß gewesen, ey. Aber wir haben es geschafft. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit Waldverwirrung 7. Ich hole mir jetzt noch schnell Items und das war's dann auch schon wieder. Sehr schön. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play SMBX Luftschiffattacke. Ciao!